Ich glaube, der Stockpile ist ein bisschen zu groß. Hier oben müssen wir auf alle Fälle anbauen, damit die ganzen Steine noch. Damit wir die noch unterbringen. Einen riesen Stockpile. Was ist das? Finished Goods? Wir haben überhaupt keine Finished Goods. Was war das jetzt hier? Mason cancels melt a metal object needs melt designated item. Hat der schon was geschmolzen jetzt? Ich schau mal in unsere Liste. Eigentlich müssen wir doch hier drinnen was sehen. Hier suchen. Tab Enable Search geht leider nicht. Also offenbar werden hier die Metallsachen nicht aufgelistet. Vielleicht in Stone. Other Stone. Ich mache mal zusätzlich hier drinnen. Smelt Limonite Ore. Weil davon haben wir ja jetzt ziemlich viel. Da liegt es jetzt quasi nur daran, dass wir hier genügend Kohle haben. Das hier oben ist Charcoal. Okay. Puh. Ich hoffe, die Zwerge managen das irgendwas. Hier unten sieht es ja auch schon ganz schön leer aus jetzt. Wahrscheinlich liegt das am Winter. Weil hier wieder was zu ernten wäre. Immer noch. Needs melt designated. Da ist was. Ich sehe es genau. Iron Bars haben wir jetzt. Sehr schön. Also wir haben Iron Bars. Das heißt, wir können hier einen Auftrag vergeben. Für Metal Clothing? Was ist denn Metal Clothing? Adamantrobe, Adamant Shirt? Also weit sind wir noch nicht. Weapons. Ich würde mal sagen, wir machen mal Armor. Aus Eisen. Iron Mail Shirt. Da können wir auch vielleicht gleich mal. Da machen wir gleich mal, ich würde mal sagen, als Anfangsarmee 5 Leute. Dann werden die gleich mal komplett ausstaffiert. Also wir machen 5-mal Iron Mail Shirt. 3, 4, 5. Dann Iron Breastplate machen wir auch 5. Und in der anderen, hier drüben, machen wir Iron Leggings. Ein Helm auf alle Fälle. Leggings brauchen die aktuell noch nicht. Helm. 2, 3, 4, 5. Dann werden die erstmal komplett ausstaffiert von uns. Cap, Gauntlet, High Boot, Shield. Shield ist auch ganz gut. Alles andere ist Luxus für Zwerge. Hosen und so weiter. Braucht kein Mensch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier jemand beginnt. Oh ja, da haben wir jetzt schon jede Menge. Sehr schön. Unsere Schmiedeindustrie läuft, würde ich mal sagen. Das heißt, das nächste, was wir jetzt machen, ist, bin mir noch nicht sicher, vielleicht kümmern wir uns jetzt mal um die Nobles. Schau mal nach oben, wie sie ausschaut. Wir haben immer noch keinen Trade Post hier oben. Ich werde verrückt. Die baut einfach keiner hier. Wieso baut denn den keiner? Needs Carpentry. Wir haben doch Carpentry.
Carpenter haben wir doch. Der ist offenbar komplett mit anderen Sachen beschäftigt. Oh, wir haben nur einen Carpenter. Das heißt, wir holen uns nochmal zwei Stück. Woodcrafter, da haben wir auch nur einen. Müssen wir etwas offenbar verteilt jetzt, damit wir doch ein paar mehr was zu tun haben. Animal Caretaker, Hunter. Oh, da wäre ein Hunter, der uns vielleicht das Kea vom Hals schafft. Er hier, der Urdim. Wir behalten das mal im Auge. Vielleicht kann ich den irgendwie auf Tour schicken. Chief Medical. Haben wir noch nicht. Farmer. Farmer haben wir zwei Stück. Machen wir auch mal drei. Oh, das bin sogar ich. Werde ich jetzt zum Farmer. Soper haben wir noch nicht. Woodburner haben wir drei Stück. Miller Presser, Herbalist. Herbalist haben wir zwei. Brewer haben wir drei. Cook haben wir zwei. Die haben wir auch drei. Milker haben wir. Wir haben keinen Milker. Aber ich habe doch eingestellt, dass wir hier. Ach ja, ja, da müssen wir hier auch noch melken. Also der Rainbird ist echt hier. Der kann ziemlich viel. Das ist schon echt heftig. Ich will aber nicht alles jetzt dem Rainbird geben. Ein Milker sollte reichen. Cheesemaker haben wir zwei Stück sogar. Butcher haben wir drei Stück. Das sind zu viele. Dann nehmen wir mal dich hier raus. Tanner, Leatherworker, Bowcarver, Fischer. Eventuell noch einen Fischer, dass er uns noch ein bisschen was holt. Der Mapsuit. Fischcleaner haben wir zwei Stück. Da können wir den rausnehmen. Nehmen lieber hier den Monum. Fisch Dissector, Furnace Operator haben wir drei. Wir haben zwei bei Weaponsmith, Armorsmith haben wir auch zwei, passt. Blacksmith, Metalcrafter, das sind wir ganz gut ausgestattet. Ja, und für die Kleidung und so weiter, da haben wir noch gar nichts gebaut. Mechanik haben wir auch genügend. Ich würde sagen, jetzt passt es erstmal fürs Erste. Und ich hoffe, dass hier irgendwann doch mal der Trade Post gebaut wird, weil wir müssen ja irgendwann auch dann wieder handeln, damit das klappt. Was wollte ich jetzt machen? Die Nobles. Vielleicht sollten wir uns doch vorher, bevor wir uns um die Nobles kümmern... Oh, und da wird auch schon gebaut. Wunderbar. So schnell kann es gehen. Vielleicht sollten wir uns, bevor wir uns um die Nobles kümmern, vielleicht sollten wir uns... um unsere Truppen kümmern. Ich würde gerne noch die nächste Karawane Migration abwarten. Ist hier jetzt unser Dings gestorben? Haben wir jetzt hier unseren Buffalo verloren? Das wäre natürlich schade. Nee, sind alle beide noch da. Okay. Gut. Hat die jetzt so ausgeschaut, weil hier ist einer, hier. Aber wo ist der dritte? Das ist der männliche, das ist der kleine. Aber wo ist die Mama? Wo zum Henker ist die Mama? Mama ist weg. Ach, da oben, nee. Calf, Bull. Jetzt sind wieder alle da. Alle drei. Toad Remains. Also, na gut. Das Kalb steht über den Remains von einem Frosch. Ah, okay. Passt. Das Problem ist, wenn wir angegriffen werden, dann sind die natürlich die ersten, die hier drauf gehen. Aber ich kann die jetzt auch nicht nach innen bringen, weil ja offenbar Gras brauchen. Und Nack, ich habe gerade gesehen, Mensch, vielen Dank für den Sub. Sorry, habe ich gerade gesehen, die Alerts sind hier ausgeschaltet jetzt. Aber danke, danke, danke dafür. Auch wenn es schon ein paar Minuten her ist, 16 Minuten oder so. Vielleicht bist du ja noch da.
So, jetzt pass auf. Trinken? Also trinken ist echt ein bisschen ein Problem, ne? Wir müssten vielleicht sogar nochmal eine zweite Distillerie bauen. Ich meine, wir haben genügend Seeds. Das bauen wir jetzt noch. Ist doch wurscht. Die bauen wir auch. Hier haben wir auch noch Platz. Bauen wir hier rein. Passt doch. Ah, wie viel Bars wir jetzt hier schon haben. Wird hier jetzt produziert irgendwie? Natürlich nicht. Weil? Doch, hier ist schon produziert worden. Hier ist noch nichts produziert worden. Wo sind meine Schmiedemeister? Hier wird massig hergestellt, aber Schmiedemeister machen irgendwie nichts. So, hier sind wir fertig. Das heißt, hier können wir auch nochmal Brew Drink from Plant und Brew Drink from Fruit. Da können wir sogar beides machen. Dann. Aha, Brew Drink from Fruit. Machen wir auch nochmal. Alles, was hier ein bisschen das Ganze verbessert. Passt. Vielen Dank nochmal, Nack, für den Sub. Das gleiche können wir ja hier drüben auch einstellen. Nack, wenn du vielleicht gerade noch zuhörst, Extract from Plants. Macht es Sinn, dass man das macht? Jetzt aktuell? Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Extract from Plants. Ich gehe mal davon aus, dass du da irgendwie die Pflanzen dann zerlegst. Aber für mich hört sich das so an, als würden die dann kaputt gehen. Dann, ich weiß nicht, ob man da bei Seeds dann rausbekommt. Weil wir haben ja aktuell sehr viel Seeds. Und das ist echt blöd, dass hier unten nichts produziert wird, Mensch. Das hier drüben, das müsste ja unter Armoring müsste das gemacht werden. Einmal, wir haben zwei Arme. Ah, aber die machen auch Furnace Operating. Die werden erst die Sachen machen. Und dann werden die, wenn genügend da ist, wir brauchen, ah, shit. Das ist natürlich blöd. Das ist, Weaponsmith Armory. Die haben natürlich die gleichen Rollen jetzt hier. Dann machen wir das so. Setzen wir den hier rein. Und hier setzen wir dich raus und setzen den hier rein. Machen wir es so. Ich glaube, das ist jetzt ganz gut. Wobei, Weaponsmith müssen wir auch rausnehmen. Dann sind nämlich das hier die Schmieden und Furnace Operator sind dann die, die dann schmelzen. Gehe ich mal davon aus. Resuming Production Cheese, endlich. Oh, das ist echt fein jetzt hier, dass wir hier schön alles drin haben. Hier ist immer noch so ein Block, der noch nicht abtransportiert wurde. Wieso ist denn hier Ammo drinnen? Ach so, doch, stimmt, ja. Der Block dürfte eigentlich nicht mehr da sein. Ich denke mal, der wird irgendwann mal abtransportiert. Hier oben sind wir schon voll. Das heißt, wir machen hier nochmal, graben wir nochmal etwas aus hier oben. Und machen hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Ansonsten werden wir jetzt mal Nobles setzen. Wir werden mal Nobles setzen. Und zwar einen Bookkeeper. Einen Bookkeeper. Schauen mal, ob hier einer dabei ist, der das kann. Natürlich nicht. Wer wird denn Bookkeeper? Und was muss der überhaupt für Skills haben als Bookkeeper?
Organizer, wahrscheinlich irgendwie sowas, aber da ist halt. Eieiei, da sieht's mau aus. Da können wir irgendeinen nehmen, der sich dann hocharbeitet. Vielleicht einen, der aktuell soweit nicht viel Arbeit hat. Weil der wird dann komplett beschäftigt sein, den können wir für nichts anderes mehr gebrauchen. Der wird einfach nur immer Zahlen zählen. Haben wir hier irgendjemanden, der wenig zu tun hat? Die Entscheidung ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, wann die nächste Migrationswelle kommt, aber eventuell im Frühling. Vielleicht sollte man die noch abwarten. Schau mal bei Manager, ob hier einer dabei ist. Die haben alle keine relevanten Skills. Wenn dann die nächste Migrationswelle kommt, dann machen wir vielleicht vorher den Brunnen. Aber wenn wir den Brunnen jetzt machen, geht alles unter. Da, so viel ist sicher. Wenn wir den Brunnen machen, geht alles unter. Oh, der Nil wird irre. Er ist ganz stark raving mad. Pause. Der Nil. Ach gut, da kommt die Kerbal Space Program News wieder. Der Nil, da ist er. Few go to unit. Ist er? Da oben ist er. Wir folgen ihm mal, was der jetzt macht. Ich hoffe, der meuchelt uns jetzt nicht irgendwie unsere Zwerge ab. Er läuft hin und her. Im Schlafbereich. Er macht einfach nichts. Vielleicht wird das auch wieder besser. Wahrscheinlich eher nicht. Jetzt pass mal auf. Wir schauen mal rein, ob wir hier rausfinden können, was mit dem jetzt passiert ist. Weil wenn der irgendwie verrückt geworden ist, weil er, keine Ahnung, weil er gehungert hat oder so. Relationship. Er hat auf alle Fälle eine Frau. Die Unib. Has been overthrown by the stresses of day-to-day living. Mein Gott, Herr. First world problems. Also was ist das denn für eine Diva? Dem ist einfach nur so strunzlangweilig geworden, dass er verrückt geworden ist. Unerhört, Mensch, unerhört. Okay, also. Ich lasse mal die weiterlaufen. Schau mal rein. Ah, jetzt ist hier endlich schon mal einer hier drinnen und arbeitet sich hier durch die ganzen Iron-Sachen durch. Da wird schon was runtertransportiert. Sehr schön. Iron Mail Shirt. Können wir hier drinnen im Stockpile machen wir doch hier auch Bins, oder? Ich kann doch hier auch Bins reinsetzen. Ich hoffe, das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Und Wheelbarrows können wir auch reinsetzen. 5 Stück. Damit das etwas schneller transportiert wird. Hier oben müssen wir unseren Stockpile vergrößern. Wir haben hier einen für Stones. Aber nur für Stones. Wir haben da hier sogar Metal Ores. Nee, Stones passt schon, doch. Also wir schmeißen die mal raus hier. Ist schade, dass man die nicht erweitern kann. Ich würde die einfach so gern erweitern. Stattdessen muss ich die ständig abreißen und dann wieder neu bauen. Das ist halt echt schade. Kann ich das mit Remove Designation machen? Ne? Der Stockpile. Oh. Springtime. Jetzt muss er wieder speichern. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier im Frühling ein paar Migranten bekommen. Und wenn wir die bekommen, dass wir da mehr als 5 bekommen. Dann würde ich gerne
diese Migranten dann verwenden. 5 Stück für Militär und dann einen für Bookkeeper, einen für Manager. Ich hoffe, wir bekommen so viel, damit das auch klappt. Weiß nicht, ob man das sieht, aber ich habe hier, ne, ich glaube schon, Mauszeiger und so weiter, keine Rückmeldung momentan, solange er speichert. So, also wir werden hier oben mal erweitern. Das Teil hier. Remove Designation. Dann, ach, wir haben hier Erdboden. Oh, müssen wir mal. Oh, okay. Kann hier von oben jemand rein dann? Sind wir direkt unter der Erdoberfläche? Direkt über der Ebene? Ich hoffe, die fallen da nicht irgendwie durch. Ich glaube, so Räume können dann auch zusammenbrechen, wenn mich nicht alles täuscht. Wäre natürlich mega blöd. Jetzt, weil ich schon alles ausgegraben habe. Aber vielleicht sollte man da irgendwie so Strukturen in die Mitte reinsetzen. Damit wir quasi hier so Stützen haben. Da muss ich aber erstmal schauen, wie man die baut. Also wir designieren erstmal. Wie er schon wieder hier englische Wörter sagt. Wir designieren erstmal. Wer sagt denn sowas? Und zwar für Steine. Wir weisen erstmal einen Bereich zu. Ich kann nicht weiter hier rüber. Ach, ich kann keine größeren Bereiche machen hier. Ah, da müssen wir hier doch 2 Stück machen. So. 2 Stück. Und dann schauen wir mal, ob wir hier sowas wie Steinstützen oder sowas machen können. Wall, Floor, Stairs, Track. Das hört sich doch vielversprechend an. Wenn wir eine Wand machen. Und zwar... Oh, geht nicht. Building Present. Kann man das nicht überschreiben? Das heißt, ich muss das erst rausnehmen. Also, wir machen hier mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Machen wir hier mal 4. Mal 4, sowas. Und wir schauen mal, ob wir hier was bauen können. Was mit B? Wie war das mit B? All great, nee. C, dann B. So, und jetzt müssen wir hier wieder mit U und M. Und K und H das größer machen. Ich hoffe, das hilft uns. Limestone, okay. Dass wir hier Stützen reinbekommen. Dann machen wir das gleiche nämlich hier vorne auch noch. Ich werde es jetzt nicht ausmessen. Das ist jetzt wirklich nur provisorisch. So. In der Hoffnung, dass das reicht. Das hier vorne hat ja schon gereicht vorhin. Da ist nichts zusammengebrochen. Dass dann diese beiden Stützen das Ganze etwas besser tragen. Vielleicht. Also wir bauen nochmal was. B. C war das, oder? C, 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 C. Und B. I. Das ist so umständlich. Einmal kann man hier schön designieren. Auf der anderen Seite muss man jetzt wieder mit U und M arbeiten. Mach mich echt fertig. Ja, und dann warten wir mal ab, bis das gebaut wird. Wahrscheinlich bringt es überhaupt nichts. Aber hey, wir müssen einfach mal ausprobieren. Wurde hier unten eigentlich jetzt alles schon gebaut? Immer noch nicht. Das ist so schade. Helme wurden noch gar nicht gebaut, Schilde auch noch nicht. Selbst hier bei den Mail-Shirts und Breastplate sind wir noch nicht so weit. Was machen denn die Sachen die ganze Zeit? The Dwarf suspended the construction of the wall, weil sie keinen Bock haben. Oder wieso? Construction nearly done. Okay. Jetzt haben wir auf einmal 50 Getränke.
Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber... Okay. Also es sieht auf alle Fälle aus wie eine starke Struktur hier oben. Normalerweise müsste das jetzt halten. Ihr könnt natürlich auch immer kleinere Räume bauen. Aber es sieht natürlich viel zwerghafter aus, wenn wir hier so große, weite Hallen haben.